Nachgefragt. Dein täglicher Videopodcast zu Corona. Es ist wichtig, besonders in Trauerzeiten zu schauen, sein Herz auszuschütten. Und wenn mein Herz randvoll ist mit Traurigkeit, mein Herz ausschütten durch Reden, durch Weinen, durch Bewegung, durch Gespräche, damit ich wieder Platz in meinem Herzen habe für neue Traurigkeit, aber insbesondere auch für Mut und für Hoffnung für das Weiterleben. Mechthild Schröter-Rupipa, die Gründerin der Familientrauerbegleitung in Deutschland, Mutter von 3 Söhnen, verheiratet und 56 Jahre alt. Ich arbeite im Lavierhaus in Gelsenkirchen mit meinem Team und wir begleiten dort Familien, die zu uns kommen, wenn Väter, Mütter oder Kinder versterben. Wie erschwert uns das Trauern, weil wir manchmal gar nicht begreifen, was da geschieht. Das heißt, es gibt hier den gesunden Menschen, es gibt den kranken Menschen und dann stirbt dieser Mensch plötzlich im Krankenhaus, wo ich nicht hingehen darf und es gibt dann später die Beerdigung. Und das hier im Krankenhaus, das kann so ein Blackout sein. Das ist eine Lücke in dem Begreifen, was ich aber brauche. Ich brauche eine Logik da drin, was ist denn geschehen? Und diese Lücke, die fülle ich dann oft auf mit Fantasie und wir neigen oft dazu, uns Schweres vorzustellen, wie hat jemand gelitten. Das erschwert die Trauer zum Beispiel, dass ich nicht die Tatsache eben erlebe, dass vielleicht eine ganz liebe Krankenschwester da vor Ort ist. Die Pandemie erschwert, weil ich nicht mit so vielen Menschen zusammenkommen kann, mit denen ich austauschen kann, mit denen ich traurig sein kann. Es erschwert, indem ich eben nicht so ins Krankenhaus gehen kann, wo es jetzt gar nicht nur darum geht, dass jemand stirbt, sondern auch vorab, dass jemand eben krank ist. Und ich aber vielleicht versprochen habe, ich halte deine Hand bis zum Schluss. Ich werde bei dir sein bis zum Schluss. Ich weiß, dass meine Eltern sich gegenseitig das Versprechen gegeben haben. Und wäre mein Vater nicht vor 10 Jahren, sondern heute gestorben, dann könnte es sein, dass das bei meiner Mutter Schuldgefühle hinterlässt, weil sie eben sagt, ich war nicht da, wie ich es gesagt habe. Die Pandemie zeigt, dass unsere Sprachlosigkeit in der Trauer, viele Menschen haben gesagt, ich kann gar nicht herzlich Beileid sagen, ich nehme einfach jemanden in den Arm, dass unsere Sprachlosigkeit in der Trauer jetzt zu einem Problem wird und dass wir anfangen müssen, Worte zu suchen, dass wir lernen müssen, uns Beileid auszusprechen, da wo wir uns nicht mehr in den Arm nehmen können, dass wir einfach neue Rituale finden, uns Mut und Hoffnung zu machen und füreinander da zu sein. In Zeiten von Corona zu schauen, wie kann ich gut bei mir sein und wie kann ich auch meine Traurigkeit vielleicht in Gedanken, in Gebeten mit einem Licht anzünden, zu dem Kranken oder zu dem Sterbenden hinüberschicken. Wie kann ich mit Menschen in Kontakt gehen? Kann ich das online machen oder mache ich einen Spaziergang nur zu zweit? Trauern in Zeiten von Corona bedeutet, es mit sich selber auch aushalten zu können und dabei auch abzurufen, was haben wir Gutes miteinander erlebt, was haben wir Gutes getan, wofür bin ich dankbar. Wir haben gestern in einer Trauergruppe mit Eltern zusammengesessen und wir haben so farbige Kerzen gehabt und sie durften sich aus 5 verschiedenen Farben raussuchen und auch überlegen, für welche Momente bin ich dem Verstorbenen dankbar und dafür eine Kerze anzuzünden, aber auch Kerzen rauszusuchen, welchen Menschen bin ich dankbar, der meine Trauer ausgehalten hat. Und da ist zum Beispiel, ich nehme jetzt mal die gelbe Kerze dazu, ganz oft die gelbe Kerze dazu genommen worden, weil einfach Nachbarn, weil Freundinnen, weil Schwestern, weil Kollegen gute Zuhörer waren, die einfach Trauer ausgehalten haben. Und das braucht es einfach in diesen Zeiten auch. Wir brauchen Menschen, die uns mit unserer Trauer aushalten. Trauer ist ansteckend. Trauer ist ein ansteckendes Gefühl. Das hat die Natur so eingerichtet. Alle angeborenen Gefühle sind ansteckend. Freude ist ansteckend. Trauer ist ansteckend. Wut ist ansteckend. Angst ist ansteckend. Und wir sollen in diesem Moment nicht alleine sein. Wir sollen Menschen an der Seite haben, die mit uns fühlen eben auch. Und dadurch, dass aber in der Gesellschaft immer wieder gesagt wird, sei doch nicht so traurig. Nun sei tapfer,
da lernen wir, Traurigkeit zu unterdrücken. Wir stopfen das in uns rein und wir halten das in uns drin und das ist nicht gut, weil alles, was uns beeindruckt, braucht auch einen Ausdruck durch Reden, durch Beten, durch Erzählen, durch Bewegung. Und deswegen muss es rauskommen und am besten mit einem Gegenüber. Und deswegen ist es auch so wertvoll, das, was ich gerade am Anfang gesagt habe, dass wir Menschen auch in der Nähe haben. Und wenn eben nicht präsent, weil ich vielleicht in Quarantäne bin oder weil ich zur gefährdeten Gruppe gehöre, dass ich vielleicht auch wieder anfange, Briefe zu schreiben oder dass ich telefoniere und mir einfach die Zeit auch dafür nehme. Beerdigungszeit. Ist es so, dass es Menschen gibt, die sagen, sie sind eigentlich ganz dankbar dafür, dass es im kleinen Kreis stattfindet, weil sie sagen, wir brauchen jetzt niemanden ausladen und es kommt uns eigentlich tatsächlich von unserer Art her entgegen. Es gibt Menschen, die finden eine andere Form und lassen Gottesdienste zum Beispiel in verschiedenen Kirchen stattfinden. Wir haben es jetzt erlebt, dass in 4 Kirchen eine Trauerfeier stattgefunden hat und dann anschließend die Beerdigung auf dem Friedhof war. Und es gab den engeren Kreis, der bei der Beerdigung mitgegangen ist. Und es gab Menschen, die auf dem Friedhof sich befunden haben und die dann später vereinzelt zum Grab hingegangen sind. Wir haben eine Mutter, die hat zu dem ersten Gedenktag ihres Mannes Freunde eingeladen und hat gesagt, ich werde für René auf dem Grab eine Blumenvase hinstellen und ich werde ein Plakat hinstellen. Und da dürft ihr, wenn ihr wollt, einen Gruß für ihn draufschreiben und ihr dürft eine Blume in die Vase reinstellen. Und sie war abends so überwältigt gewesen, hat mir ein Foto geschickt, weil auf einmal 2 Vasen da standen, die übervoll mit Blumen waren und ganz viele Namen darauf waren. Und dann ist es schön, wenn Menschen auf diese Idee kommen oder auch diese Idee teilen, damit andere das übernehmen dürfen. Bei den Beerdigungsfeiern, denke ich, kann es auch eine gute Möglichkeit sein, zu sagen, wir schicken an die Freunde, die wir sonst eingeladen hätten zum Kaffee trinken, schicken wir einen Textzettel, einen Liederzettel, wo auch Texte, Gebete mit drauf sind. Und zu dieser Zeit, zum Beispiel um 11 Uhr, wenn die Trauerfeier stattfindet, dann könnt ihr euch zu Hause hinsetzen, ihr könnt eine Kerze anzünden und ihr könnt Gebet sprechen, ihr könnt eine Geschichte durchlesen, ihr könnt vielleicht ein Lied anhören oder vielleicht sogar ein Lied singen. Also ich lasse teilhaben an einem anderen Ort und schaffe damit so eine Brücke oder eine Verbundenheit. Das können Möglichkeiten sein, eine Beerdigung nochmal anders zu gestalten.